Weil das Ziel sollte immer sein, das erste Ding, was man rausbringt, dass es so simpel wie irgendwie möglich geht, aber in sich noch ein rundes Produkt ist, dass ich also dem Nutzer den Mehrwert bieten kann, aber möglichst wenig Spielerei drumherum. Dann kann er sich da leicht erlernen, die Nutzung, und dann kann ich sukzessive halt eben Funktionen anbauen. Kai, du hast jetzt gerade im ersten Video schon erklärt, was drei Dinge sind, die so eine nachhaltig erfolgreiche App ausmachen. Um hier vielleicht auch nochmal Begriffe zu klären, erklär doch bitte nochmal, dass eine App nicht zwingend das sein muss, was wir auf unseren Smartphones den ganzen Tag bedienen, sondern dass es da noch sehr viel mehr gibt, was sich hinter dem Begriff verbirgt. Ja, also grundsätzlich, klar, meine App ist die Kurzform von Application, also einem Programm. Das kann natürlich an verschiedensten Stellen eben sein oder ausgeführt werden. Seltenst meint man damit aber eigentlich Computerprogramme oder ähnliches, also auf dem Mac oder am PC. Also im Sprachgebrauch ist schon häufig, wenn jemand von der App spricht, halt eben dann wirklich auch die Smartphone-Applikation gemeint. Das kann aber halt eben auch im Rechner sein. Manche Leute sprechen auch quasi bei Browser-Applikationen von Apps. Also es ist relativ breit. Aber ich glaube, es ist wirklich im Sprachgebrauch sind es häufig Apps. Und da gibt es im Grunde eigentlich so ein bisschen den Unterschied zwischen einer wirklich klassischen App, die ich installieren kann, die ich aus dem App Store oder Play Store dann halt eben ziehe. Oder häufig gibt es halt eben auch sogenannte Web-Apps. Das heißt, es sind ja, im Grunde eigentlich mal Webseiten, die ich mir dann speichern kann. Das heißt, ich habe dann auch so ein kleines Icon auf meinem Telefon und komme dann damit schneller quasi in den Browser. Und meistens wird dann der Browser drumherum ausgeblendet, dass ich also die gleiche Größe habe. Ja. Okay, also ich glaube, das ist einfach wichtig, weil App ist natürlich für Menschen, die jetzt im Vertrieb oder im Marketing arbeiten, eher so die Smartphone-App, und für alle anderen ist es halt die klassische Application, wie zum Beispiel jetzt auch in der IT dann eben geflügeltes Wort. Wenn ich jetzt eine App entwickeln möchte, also ich könnte das nicht, meine Kenntnisse gehen nicht über Hallo Welt in Java raus. Wenn ich jetzt eine App entwickeln will, wo fange ich denn da eigentlich an? Ist das tatsächlich so Reißbrettarbeit am Anfang, oder wie macht ihr das bei euch? Ja, absolut, absolut. Also in dem ersten Video schon ein bisschen erklärt, so aus den Tipps raus kommt, glaube ich, eben gerade der Part, der am Anfang relativ oft ja einfach zu kurz kommt, dass man sich wirklich mal Gedanken macht, was möchte ich denn am Schluss erreichen? Und das sollte man auch möglichst früh schon verproben, also wirklich mal von der Nutzergruppe, auf die man sich fokussieren möchte, halt eben mal ein Feedback sammeln. Ich bin sehr großer Freund davon, eben sehr offen über Dinge zu sprechen und möglichst viel Feedback einzusammeln, weil unterm Strich eine Idee in der Regel nichts wert ist, sondern es wirklich dann um die Umsetzung geht. Also man darf wenig Angst davor haben, dass einem jemand anderen die Idee klaut, sondern man hat viel, viel mehr, wenn man früh damit redet. Und ich habe dann auch immer wieder so die Thematik, wenn wir mit Firmen sprechen, ab wann man vertesten kann, wo ich einfach sage, du kannst auch ganz am Anfang schon eine Idee einfach pitchen. Also ich kann jemandem erklären, wie WhatsApp funktioniert, und er kann mir danach sagen, findet er das gut oder findet er das schlecht. Also ich kann meine Idee einfach relativ am Anfang schon mit anderen spiegeln und dann natürlich in jedem Step später quasi halt eben auch nochmal ja, feedbacken. Und so geht man im Grunde eigentlich mal von der Kernidee, die man mit seiner Zielgruppe abgleicht, möglichst simpel am Anfang starten, dass es halt eben einfach zu verstehen ist, vielleicht auch noch nicht ganz so groß die Nutzergruppe. Also ist immer schwierig, wenn ich das Social Network für alle Menschen irgendwie schaffen will. Das ist auch später in der Vermarktung sehr schwierig. Also einfacher ist es erstmal klein zu halten, eine kleine Gruppe, die kann ich leichter vermarkten und dann kann ich aufdrehen. Auch der gute Mark Zuckerberg hat nicht angefangen, weltweit zu Nee, arbeiten, nee. sondern halt an einer Universität. Genau, also damit geht es dann quasi los. Und danach geht es dann im Grunde eigentlich meistens in so eine Mockup-Wireframe-Phase. Das heißt, ich überlege mir mal wirklich, wie sehen die einzelnen Steps aus, die ich brauche, um das Ziel zu erreichen. Auch das kann ich dann wieder feedbacken. Danach bringt man quasi Farbe auf die Mockups. Also das heißt, ich überlege mir mal, wie soll das Grunde sein? Gibt es denn schon eine CI? Also wie soll meine Marke aussehen? Das wird da alles reingepackt. Und dann schlussendlich geht es quasi eigentlich in die eigentliche Entwicklung. Und an jedem dieser Zwischenschritte sollte man eigentlich sich Feedback einsammeln, auch während der Entwicklung schon, dass ich halt einfach eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit habe, dass das erste Produkt, was an den Markt kommt, eigentlich genau das ist, was die Leute möchten. Und ich dann möglichst wenig Aufwand habe, das in der Vermarktung halt eben schon erste Nutzer eben zu gewinnen. Damit
erste Einnahmen und dann natürlich auch leichter die Reise weitergehen kann. Ein Wort, was du jetzt sehr, sehr häufig verwendet hast, sowohl in diesem Video bisher als auch im ersten, ist das Wort einfach bzw. Einfachheit. Ja. Und der ein oder andere von euch erinnert sich vielleicht noch dran. Vor 10 Jahren gab es diese Bierglas-App auf dem iPhone. Das war, glaube ich, die erste App, die ich auf meinem iPhone hatte, noch vor WhatsApp. Wer sie nicht kennt, es war quasi ein Bierglas auf deinem Smartphone-Bildschirm und du hast dieses Smartphone dann einfach an deinen Mund gehalten wie ein Bierglas und das Bier ist nach und nach inklusive Ton vermeintlich in dich reingeflossen. Warum war diese App so erfolgreich? Also ich glaube, das war damals so ein bisschen der Zeit geschuldet, dass es halt fast nichts gab und im Grunde die Leute eigentlich eher fasziniert davon waren, wie dieser Riesendisplay, wie das Ganze war. Mal im Verhältnis gesetzt, wenn man heute mal irgendwie so ein kleines iPhone mal in die Hand nimmt, ist das im Verhältnis zu heute ein Mini-Bildschirm. Groß, ja klar. Im Verhältnis zu damaligen Telefonen war das halt irgendwie 8-mal so groß, und der Effekt war einfach schön, auch quasi einen Bewegungssensor in einem Telefon zu haben, der merkt, ich kippe dieses Ding gerade. Das war halt einfach neu. Also ich glaube, das war wirklich sehr, sehr stark daran gelehnt, dass einfach die technische Spielerei neu war. Daher ist es heute auch nicht mehr interessant, weil es einfach jetzt gängig ist. Generell, glaube ich, kann man aber da wirklich rausziehen. Vielleicht in einem aktuelleren Beispiel, so ein Eiertimer oder was auch immer, ist ähnlich simpel. Taschenlampen-Apps braucht es mittlerweile nicht mehr, weil das die Systeme schon können. Aber da sieht man im Grunde eigentlich, wenn ich irgendwas so simpel mache, dass es halt wirklich super einfach zu erklären ist und ich im Optimalfall einen Knopf habe, den ich bedienen kann, dann verstehe ich es einfach und habe das dann natürlich auch gerne installiert, wenn es mir ab und zu mal Nutzen bringt. Also eben bis vor ein paar Jahren, die Taschenlampen-App hatte fast jeder eine drauf, Ja, weil es klar, halt super natürlich. praktisch war, eben mal geschwind abends, wenn ich es mal gebraucht habe. Oder eben so ein Eiertimer, ich stelle ein, wie hart ich das haben möchte, wie groß das Ei ist, drück drauf und dann piept es halt irgendwann. Also den Kerngedanke sollte man im Blick haben. In der Regel ist es schon so, dass Produkte ein bisschen komplexer mittlerweile eigentlich in der Regel sind. Natürlich. Meistens hat man dann auch wieder Vorgaben von irgendwelchen Abteilungen über einem, die noch Dinge haben wollen. Aber aus dem Grund kann ich auch sehr empfehlen, sich so ein bisschen einen Nutzeravatar auch zu machen, dass man da möglichst viel auch wegblocken kann. Weil das Ziel sollte immer sein, das erste Ding, was man rausbringt, dass es so simpel wie irgendwie möglich geht, aber in sich noch ein rundes Produkt ist, dass ich also dem Nutzer den Mehrwert bieten kann, aber möglichst wenig Spielerei drumherum. Dann kann er sich da leicht erlernen, die Nutzung, und dann kann ich sukzessive halt eben Funktionen anbauen. Und im Grunde die Telefone selber haben genau das Gleiche gemacht. Also ich bin mit, glaube ich, dem zweiten iPhone eingestiegen, und für mich war es relativ einfach, jedes Jahr zu lernen, welche 5 Funktionen jetzt dazu kamen. Wenn ich heute irgendjemand frisch erklären müsste, was so ein iPhone alles kann, da brauchst du halt einen halben Tag Schulung. Und so ist es im Grunde eigentlich mit jedem Produkt. Also klein starten und dann gerne sukzessive anbauen und am besten das so machen, dass quasi die Leute auch mit dem Kern auch in 5 Jahren noch ein rundes Produkt haben und den Rest nutzen können, wenn sie möchten. So quasi so Expertenmodi, aber es eigentlich gar nicht unbedingt brauchen. Weil ich natürlich auch in 5 Jahren neue Nutzer haben werde, logischerweise. Natürlich, klar, die Nutzergruppen verändern sich, die Devices verändern sich, das ist klar. Gut, jetzt ist es so, diese App war ja vor allem nach dem Launch unfassbar erfolgreich, war mehrere Wochen in den App Store Charts und das war ja damals was unfassbar krasses, weil da hat jeder drüber berichtet. Mittlerweile ändert sich das ja gefühlt stündlich. Wir als Konsumenten erkennen ja den Erfolg einer App meistens erst dann, wenn sie gelauncht ist, also wenn verschiedene Portale drüber schreiben. Wie ist es denn vor dem Launch von einer App? Also, welche Weichen kann ich denn stellen, bevor ich dann sage, so und jetzt lade ich das in den App Store rein, damit ich da schon den Erfolg quasi vorbereiten kann? Also gibt es verschiedene Taktiken. Unterm Strich muss man natürlich halt einfach, ich sag mal, Community Building machen. Ich glaube, darunter kann man so ein bisschen fassen. Also ich kann versuchen, mir eben ja einen Newsletter-Pool aufzubauen. Ich kann, Kickstarter ist zum Beispiel was häufig benutzt wird. Also da geht es sehr häufig gar nicht unbedingt um die Finanzierung an sich, sondern eher, dass ich quasi die Plattform nutze, da einen Boost hinkriege und damit eine Bekanntheit hinkriege. Also ich muss schon Marketingmaßnahmen eben einleiten, auch schauen, wer ist da interessant. Und am besten die Menschen
Menschen so ein bisschen auf die Reise mitnehmen, dass sie eben auch Lust bekommen auf dieses Ding und kann dann natürlich, wie vorhin schon angesprochen, halt eben meine Nutzer auch möglichst früh halt eben auch in diesen ganzen Entscheidungsprozess mit einbeziehen. Ich kann quasi Beta-Phasen vorher eben launchen, wo ich halt eben den Leuten auch das Gefühl gebe, Teil davon sein zu können, dass ich eben dann am Release-Tag halt wirklich auch möglichst viele Leute habe, die andere drauf einladen, weil die ganzen Charts in den Stores funktionieren im Grunde eigentlich so, dass die ja eine Wochenspanne angucken, nach zum Beispiel Downloads, Rezensionen und so weiter und dementsprechend ranken. Also Ziel ist schon quasi dann an einem Punkt, wo ich dann in den Markt gehe, möglichst viel relativ zeitgleich quasi halt hinzubekommen. Und dazu muss ich halt im Vorhinein quasi vorarbeiten und ja, auf solchen Wegen.